Allein. Ja, das ist der Titel der neuen Folge von Let's Play Beyond Two Souls, das wir heute angehen werden. Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jody, also sag ich's dir einfach. Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben... alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst, bei Professor Dawkins. Lügner. Du willst uns nur los. So oft wie möglich. Und wenn es dir besser geht, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen. Okay? So ist es das Beste. Ja, verpiss dich, du. Auf Wiedersehen. Da war keine Liebe. Du schaffst das, mein Schatz. Ich weiß, es ist schwierig. Aber bestimmt wird alles gut. Wir sollten gehen, Susan. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Das reicht. Los, komm. Wollen wir ihn töten? Er ist ein ziemlicher Arsch. Wir haben es nicht getan. Jody, wir sind hier. Wir sind immer für dich da. Aber an unserer Situation will es nichts ändern. Es wird nichts ändern. Ja, das war kurz. Allein. Wir haben Jodys Vater unversehrt gelassen. Ja, und so endet das Ganze auch schon. Ich weiß gar nicht, inwiefern das jetzt noch länger gegangen wäre, wenn wir ihn getötet hätten. Ich weiß nicht. Ich hätte ihn auch einfach noch kurz würgen können. Das wäre es dann gewesen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es geht auf jeden Fall direkt weiter zu Navajo. Oder Navajo. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Mal sehen, was uns hier erwartet. Klingt auf jeden Fall mysteriös. Navajo. Wir befinden uns irgendwo, wahrscheinlich in der Wüste von Nevada. Irgendwo. Ich bin total erledigt und durstig. Und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort, also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Okay. Okay, klar. Oh Mann. Das muss echt hart sein, weil weit und breit ist einfach mal nichts. Warte doch, da hinten ist eine Farm. Da sollten wir hingehen, Jody. Ich glaube, das wäre die einzige Möglichkeit, hier draußen zu überleben. Habe ich voll spät gesehen erst. Da ich da Handzeichen geben konnte.
haben die Menschen alle kein Herz. Wir sind so fertig. Aber da drüben, Jody, da drüben könnte die Rettung sein. Es wird alles wieder gut. Ich bin mitten im Nirgendwo. Ich sterbe vor Durst. Und alles ist für den Arsch. Aber alles wird gut. Lass mich in Ruhe, Aiden. Was? Das. Habe ich die ganze Zeit gesagt, dass da was ist. Und ich glaube, diese... Ja, dieses Kapitel ist kurz nach unserer Flucht aus dem Krankenhaus angesiedelt. Okay, werd jetzt bloß nicht nervös. Ich habe zwar keine Ahnung, wie wir in dem Zustand aus dem Fenster klettern konnten, bis nach unten. Und das unversehrt. Ein Stall mit Schafen. Ich will mich hier erstmal umschauen, aber ich glaube, das will sie gar nicht. Wir sollten lieber da an der Haustür vielleicht klopfen oder erstmal im Schuppen nachsehen. Man weiß ja auch nicht genau, ob man hier überhaupt geduldet wird, ob die uns... Ich meine, hier müssen ja Menschen leben, ob die uns überhaupt aufnehmen würden. Oh, da ist ein Hund. Ganz ruhig, Junge. Ich will doch nichts tun. Mann. Ist echt so. Wir wollen dem Hund da nichts tun. Aber es ist ein Netter. Der hat nur mal Hallo gesagt. Wenn er uns das googeln wollte, dann hätte er es jetzt getan. Nee, da will ich nicht reingehen. Ich bin Jody und ich will da nicht rein. Ja gut, meinetwegen. Gehen wir da halt nicht rein. Ich glaube, so groß viel werden wir jetzt hier noch nicht mehr entdecken. Dann sollten wir vielleicht einfach mal an der Tür klopfen. Und hoffen, dass man uns mit ja, offenen Armen hineinlassen wird. Oh, man hat es auf jeden Fall gehört, so wie es aussieht. Hey, tut mir leid, wenn ich so reinplatze. Ich bin auf der Suche nach einem Platz für die Nacht und ich wollte Sie bitten. Du kannst hier nicht bleiben. Sorry. Bitte. Es wird wirklich kalt heute Nacht. Und ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll. Und ich verspreche, ich bin weg bis zum Morgen. Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Du solltest abhauen. Mende hoste. Ja, ja. Ja, sparso. Akuri nao. Dobone, darahe. Edin, ne? Dote je. Sotnoast ad. Bendeko, doch kas. Ado, bendeko no, doch do. Ist okay. Du kannst hier schlafen. Komm rein. Okay. Wie heißt du? Ein Indianerstamm anscheinend. Ich bin Paul. Das sind meine Söhne, Corey und Jay. Meine Mutter, Shimasani. Wunder dich nicht, wenn sie dir nicht antwortet. Sie spricht seit Jahren nicht.
Der Tisch ist gerade gedeckt. Willst du mit uns essen? Ja. Ja, danke. Wie gesagt, möglicherweise ein... Naja. Nachfahren eines Indianerstammes, so wie sie reden. Trinken war erstmal wichtig. Wir sehen nicht viele Anhalter hier draußen. Na, wo geht's hin? Ich ziehe nur von Stadt zu Stadt. Ganz ohne Ziel. Verstehe. Ihr wohnt wirklich weit abgelegen hier. Meine Familie lebt hier seit Generationen. Ich bin hier geboren und werde hier auch sterben. Die Jungs sollten weggehen. Ich weiß, das ist nichts für sie hier. Aber sie hängen an ihrer Oma und mir also. Das ist die erste Ranch in der Gegend seit Meilen. Es gab mal mehr von uns. Die meisten sind in die Stadt. Das Leben ist hart hier draußen. Seid ihr Pferdezüchter? Ja, Mustangs. Wir haben auch ein paar Churros. Churros? Schafe. Oh. Wir verkaufen Wolle und Milch. Nicht viel, aber es reicht für uns aus. Jay bringt dich in dein Zimmer. Gute Nacht. Bin da schon unterwegs. Brauchst nicht so unfreundlich sein. Nicht so einladend. Vielleicht sollten wir eine Art befolgen, aber ich habe keine Ahnung. War gerade noch ein Punkt. Asche. Was macht Ihnen solche Angst?
Keine Ahnung. Aber naja, wir haben es ja schon sehr oft mit unnatürlichen Wesen zu tun gehabt. Könnten jetzt rausgehen. Oder uns vielleicht einfach ins Bett legen. Ich weiß es nicht. Komm, wir sollten einmal in unserem Leben neugierig sein. War nur ein Gucker. Okay. War nicht viel mit neugierig sein. Gut, ich glaube, bleibt uns nur ins Bett zu gehen. Bei diesem Lärm könnte ich nicht schlafen, glaube ich. Ich weiß, es ist wirklich seltsam hier. Keine Sorge. Morgen Abend sind wir längst weg von hier. Gute Nacht, Aiden. Na, mal sehen. What the fuck? Das war eine, ja, merkwürdige Vogelscheuche. Können wir da draußen vielleicht irgendwas sehen? Vielleicht sollten wir doch dem Rat befolgen. Scheiße. Was ist denn hier los? Aiden, öffne irgendwie diese Tür. Ich würde lieber erstmal nachschauen gehen. Ich wollte mich jetzt direkt wieder hinlegen, das war gar nicht meine Absicht. Das soll jetzt keiner aufmachen. Habe ich so die Vermutung? Ich glaube, ich will nicht rausgehen. Ich würde es schon gern sehen. Was machst du denn hier? Ich sagte... Wer war das? Geh wieder ins Bett. Du kannst morgen gehen. Wow.
Wow. Was war das? Ich kann es nicht deuten, was das war. Alter! Was geht hier ab? Ja, wie dem auch sei, bevor wir uns jetzt hier auf die Socken machen, würde ich sagen, machen wir erstmal eine Folgenpause. Und ja, wie es weitergeht hier auf dieser Farm und ob wir jetzt wirklich hier einfach so davon gehen, das sehen wir dann wohl erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.